Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte euch heute wieder mal was von Bobbi Brown vorstellen. Also etwas, was ich schon habe und was ich schon ewig benutze und was ewig in Benutzung ist. Das ist diese Grayish Palette von Bobbi Brown. Die sieht so aus. Das ist eine Limited Edition, aber die gibt es noch im Netz bei Amazon zu kaufen. Bei Bobbi Brown nicht mehr, aber im Netz. Also das ist auch mit so einem Magnetverschluss. Und da sind 8 verschiedene Farben drin in einem ganz tollen, ist das jetzt scharf gestellt, also grayish, ne? Das ist so eine Mischung zwischen grau und braun. Ich habe die schon ein bisschen länger und die Farbabgabe war nicht mehr so toll. Und da habe ich Folgendes gemacht, ich habe also ein breites Küchenmesser genommen und habe die oberste Schicht so abgeschabt. Und dann bin ich mit einem fluffigen Pinsel drüber und habe das abgestaubt und nun ist die Farbabgabe wieder ziemlich cool, also es geht wieder toll. Dann will ich euch zeigen, also ich habe meine Augenbrauen gemacht mit einem Nature Brow Styler. Das sind alles Bobbi Brown Produkte. Was jetzt nicht Bobbi ist, erwähne ich extra. Das ist wie so eine Mascara. So ein Spiralbürstchen und damit kann man sich eben sehr schön man kann praktisch ohne auf die Haut, man kann auf die Haut gehen, aber wenn ihr das ganz dezent haben wollt, könnt ihr leicht mit dieser Spiralbürste über diese Härchen streichen, ohne dass jetzt die Haut mit einfärbt. Manche Frauen mögen das ja nicht so, die wollen nur so einen Hauch aufgeben. Das ist die Farbe Brünett, hält auch ewig. Was habe ich noch? Ich habe schon drauf, also wie immer, ich habe jetzt meine Mineralfoundation von Bar Minerals drauf. Ich habe jetzt von Bobbi keine Foundation mehr. Also ich habe so diese Foundation Sticks, das ist mir jetzt zu viel. Ich mag das eben gerne mit diesem Puder. Ich habe dafür einen Longwear Cream Eyeshadow. Seht ihr das? In der Farbe Bone. Und das ist jetzt in einem Töpfchen drin. Und diese Cream Eyeshadows, die gibt es auch als Sticks. Und ich möchte euch dieses neue Produkt vorstellen, das habe ich mir gekauft, kostet 29,99 €, ist teuer, ich weiß, ein Eyeshadow, aber man reicht damit ziemlich lange. Das ist diese Farbe, die Farbe nennt sich Stone und die möchte ich heute aufgeben. Diese Farbe möchte ich heute aufgeben, die möchte ich euch zeigen. Ich zeige euch erstmal diesen Stift, so das machen wir so ab und dann kann man das so rausschrauben, ja. Und das ist für 9, ich ziehe den mal ganz raus, wow, das ist ziemlich viel Lidschatten. Es geht noch ein bisschen weiter, ich habe nur Angst, dass er abbricht. Das ist ziemlich viel Lidschatten für 29,99 €. Man muss da nicht unbedingt einen Primer auftragen, aber ich habe es gemacht. Ich möchte mir auch so ein bisschen so eine Base von dem nochmal aufgeben. Dafür nehme ich einen ganz von Sueva, einen ganz fluffigen, leichten Verblenderpinsel und gehe in diese Farbe, in das hellste. Und trage mir das oberhalb der Lidfalte, also ganz, ich schwebe praktisch mit dem Pinsel über das Lid. Diesen Stift, das kann man ganz easy machen. Ach, übrigens der Nagellack, damit ich es nicht vergesse. Das ist irgendwie cool, pretty, was pretty, cool life, sowas. Das ist von der Firma. Das ist so ein Jadegrün von Essence. Kostet nicht viel, hält nicht lange, aber ist mal ganz hübsch, aber er hält nicht lange. So, jetzt gebe ich das hier einfach so auf das bewegliche Lid. Seht ihr? Und nun kann man die ganze Geschichte, ich nehme jetzt einen Synthetika-Pinsel, den von MAC, und verblende das ein wenig. Man muss es aber nicht verblenden, man kann. Ich finde, da sehen die Übergänge nicht so hart aus. Also das ist wirklich ganz, ganz easy, wenn ihr einen easy Look wollt. Und es gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe noch einen hellblauen mir gekauft, das kann ich euch auch noch gerne zeigen. Allerdings nicht heute, das geht jetzt nicht mehr auf dem Auge.
Wenn ihr Lust habt, kann ich euch auch den blauen Stift nochmal vorstellen. Jetzt möchte ich mir noch einen Lidstrich ziehen. Dafür nehme ich einen Eyeliner-Pinsel. Feuchte den ein bisschen an. Ich feuchte den ein bisschen an mit Rosenwasser. Ich habe hier Rosenwasser drin, man kann auch ganz normales Wasser nehmen. Und gehe aus der Grayish-Palette in die dunkelste Farbe. Ja? Und mache mir so ein bisschen so ein... Man kann das auch mit einem trockenen Pinsel machen, aber mit einem nassen Pinsel geht es ein bisschen besser. Und das wird jetzt mein Messi-Strich, sage ich immer. Das ist immer so ein mit dem Lidschatten aufgetragen, ist das nicht so ein korrekter Strich. Was ich ganz gut finde, besonders wenn das Augenlid etwas älter ist. In die Wasserlinie gebe ich mir zum Auffällen von Max Factor Natural Glaze, um das Auge ein wenig größer wirken zu lassen. Und für den Innenwinkel diesen silbrigen Ton. Das soll ein ganz dezentes, habt ihr gehört, der Klappverschluss, ein ganz dezentes Make-up werden. Die Frische auf den Wangen gibt mir heute dieses Pot Rouge Farbe Telluride, auch von Bobbi Brown, hält auch lange. Ihr könnt es mit den Fingern machen, ich habe allerdings auch einen. Das ist so ein Rouge-Pinsel, also so ein Face Shaper, auch von Bobbi Brown Synthetica. Der ist perfekt für so ein Creme-Rouge gedacht, direkt um euch tolle Apfeldeckchen zu malen. Seht ihr? Ich habe das mal ein bisschen extremer gemacht. Damit ihr das seht. Man kann durchaus ein cremiges Rouge auch auf eine pudrige Foundation geben. Aber das würde ich dann wirklich mit einem Pinsel machen, weil mit dem Finger, das ist ein bisschen schwierig, dass ihr da nicht solche Abdrücke dann hinterlasst. Also mit einem Pinsel ist es ein bisschen, und das ist ein ganz toller Pinsel. Also wenn ihr euch so einen Pinsel zulegen wollt, den kann ich nur empfehlen. Ich schreibe den mal auf, das ist ein Coverage, Full Coverage Face Pencil. So, dann gebe ich noch ein bisschen Highlighter auf. Das ist, um so ein bisschen zu glänzen, so ein bisschen Frische ins Gesicht zu bekommen, so eine sonnige Frische. Das ist dieser Candlelight Too Faced. Das ist ein Highlighter, Farbe Warm Glow. Das ist scharf gestellt, glaube schon. Das mische ich jetzt einfach so ein bisschen und gebe mir das hier oben auf. Ich will ja jetzt nicht wie so ein Farbkasten aussehen, nur so ein frischer Glow. Ja? Und nun kann man diesen dieses Pot Rouge, was für Lips and Cheek ist, Cheeks, Lips and Cheeks, aufgeben. Und dann mache ich einfach den von NYX, diesen Buttergloss, darüber. Ich finde, die schmecken immer toll. So, ihr Lieben, jetzt ist mein Look fertig. Ein Bobbi Brown Natural Stone. Das ist ja Stone, das ist ja so eine Naturfarbe, ne? Passt zu allen Augenfarben. Ich mache gerne nochmal die Augen zu. Mit so einem kleinen Messi-Strich. Und okay, also wenn nicht diese Grayish-Palette hat, ihr könnt einfach so ein, ihr müsst doch gar keinen Lidschatten drunter machen. Auf jeden Fall würde ich, man sagt zwar, unter einem cremigen Lidschatten muss man nicht unbedingt eine Base auftragen, aber ich würde es machen. Eine ganz dünn aufgetragene Base, entweder auch mit einem hellen. Ihr könnt also, wenn ihr keinen
Primer habt, könnt ihr auch einfach einen hellen, naturfarbenen, cremigen Lidschatten nehmen. Den nehme ich auch. Ich nehme den wahnsinnig gerne als entweder nur als Base oder als Lidschatten nur. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Unterlage. Und dann, wie gesagt, diesen neuen Eyeshadow Cream Stick Longwear. Longwear hält eben auch ganz lange und macht ein tolles, ich finde, das ist ein ganz schönes, was eigentlich die eigene Augenfarbe so unterstreicht, ohne dass man großartig geschminkt aussieht. Aber man ist ja geschminkt, ne? Man ist geschminkt und hat die Augen betont, aber dazu passen auch alle Klamotten. Wenn man jetzt sich in Blau oder Grün schminkt, ist ja klar, dann muss es, oder Lila, dann muss das ein bisschen zu dem Outfit auch passen. Aber diese Nude-Farben oder so Grayish-Farben, also so ein Ding zwischen Grayish ist eine tolle Farbe, also der Name ist toll, Grayish. Also zwischen Braun und Grau, so eine Kombi finde ich sehr, sehr schön. Für jedes Alter, ob man 20, 30, 40, 50, 60 ist, passt immer, passt jeden Tag, finde ich sehr schön. Diese Eyeshadow-Sticks sind teuer, obwohl 29, so teuer ist das eigentlich auch nicht, wenn man den jetzt immer benutzt. Man muss ja nicht, wenn man sich überlegt, man kauft oft viele Sachen, die stehen einfach nur rum. Auch gerade Paletten, da benutzt man vielleicht zwei Farben. Ich finde Paletten immer wahnsinnig schön für die Optik, die sehen toll aus, aber letztendlich, fragt euch mal, wie viele Farben benutzt man davon? Wenn es hochkommt, vielleicht 4, 5. Also ich benutze immer nur 2, wenn ich eine Palette habe. Deswegen möchte ich eigentlich gar keine Paletten mehr kaufen, weil wenn ich sie mir kaufe, ärgere ich mich immer nicht. Eigentlich hast du die gar nicht gebraucht und kaufe mir die lieber einzeln. So, zu diesem Natural Glowy Look werde ich euch die Produkte selbstverständlich in die Infobox schreiben. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir einfach in den Kommentaren. Ich wünsche euch wie immer alles Liebe, alles Gute, seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao.